Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Zelda Breath of the Wild auf der Nintendo Switch. Eigentlich wollte ich ja, mein nächstes Video von Zelda sollte eigentlich diesen Heldenpfad, also man sieht ja, wo man lang gelaufen ist, und da wollte ich eigentlich am Rand weiter lang laufen, wo man noch nicht lang gelaufen ist. Und jetzt gibt es aber ein Update, jetzt gibt es eine neue Rüstung. Die wurde in der Chronicles Direct angekündigt. Das ist so eine Xenoblade Chronicles 2 Rüstung. Und machen wir mal fix. Ich musste leider nachvertonen, das Gesprochene, weil die Elgato hat wieder rumgesponnen und hat meine Tonspur vom Mic irgendwie verhunzt, verramscht, weg halt einfach. Total blöde. Na gut, dann zeige euch das jetzt so. Wird dann auch ein bisschen fixer, glaube ich, als vorher, weil vorher ging das irgendwie 26 Minuten. Jetzt machen wir das hier ein bisschen knapper. Springt ein bisschen hin und her und zeige euch bloß die Stellen, wo die sind, die Kisten. Dann gehen wir mal rein ins Spiel. So, und da sind wir im Spiel. Da wird auch schon die Nebenaufgabe Xenoblade Chronicles 2 eingeblendet. Und ja, dann sind wir hier oben mit unserem schönen Krog. Lang ist her, Zelda. Und ich habe wieder richtig Bock, wa? So geil. Erstmal wieder rinkommen hier mit der Steuerung. Ihr habt das ewig nicht gespielt, ihr habt. Das ist jetzt bestimmt schon wieder 3, 4 Monate her. Ich weiß das ja nicht mehr. Wenn ich das probiert habe mit dem Pfad. Naja. Alle Knöpfe hier ausprobieren. Herrlich. Ja, so ist das. Und hier, wie ich fast mein Schwert weggeworfen hätte, wieder. Ist mir öfter passiert, damals. Da ins Gesicht. Alles einsammeln, immer ganz wichtig. Dann schauen wir mal in die Nebenaufnahmen. Vom Zentrum der größten Brücke nach Süden, vom linken Auge des Totenkopfs, vom durchstochenen Gipfel nach Südosten. Blicke in den Nachthimmel auf und folge den roten Sternschnuppen. Noch zu finden 3. Ah ja. Also 3 verschiedene Dinge gibt es. Und wir müssen jetzt zur größten Brücke. Da habe ich den Kartenknopf nicht gefunden. Der ist übrigens auf Minus. Und die größte Brücke ist natürlich unten die Hylia-Brücke. Da werden wir uns jetzt hin teleportieren. So Leute, jetzt sind wir auf der Brücke. Wir sind oben vom Schrein runter. Beziehungsweise vom Turm da oben. Sind wir runter. Hier ist auch irgendwo noch ein Krog, aber ich finde die irgendwie immer nicht. Weil der hier irgendwo in der Nähe sein soll. Wir haben es jetzt 3.55 Uhr und ist ja eine Sternschnuppe. Der wird ja gleich wieder hell. Da müssen wir, glaube ich, gleich mal ein Feuerschirm machen. Deshalb wird es schon hell. Damit es wieder abends wird. Obwohl die ja auch tagsüber eigentlich runterfliegen können, wa? Hat da eigentlich nichts damit zu tun, normalerweise. So, dann machen wir mal hier unser Feuerschirm. Ich finde mal wieder die Tasten nicht. Wunderschön. Und ich glaube, ich bin hier ein paar Mal vorbei gescrollt. Das ist einfach zu lange her, war. Aber ich habe richtig Bock drauf. Da unten waren sie eben. Die Hölzer. Die Klanghölzer. Beziehungsweise die Brennhölzer. Da unten 66 haben wir. In die Hand aufgeworfen.
Anja zündelt. Und wir gehen bis abends. So, fertig. Jetzt müsste da was passieren. Hosch, habt ihr gehört? Da kommt er. Da kommt sie, die Sternschnuppe. Eine rote. Gleich sind wir da, Leute. Was wird da wohl drin sein? Mal schön hier auf den Sack gekriegt von die kleinen Viecher hier. So, alles einsammeln. Immer alles mitnehmen, Leute. Da ist er. Die rote Kiste. Eine rot wabernde Kiste. Liegt daneben stehe. Mal auf das Ding da jetzt. Los. Erstmal umziehen, weil so können wir eine Kiste nicht aufmachen. Das ist das falsche Gewand. So, ablegen, ablegen. Ablegen. So. Bergungstaucherhelm. Schwimmtempo können wir also mit der Rüstung verbessern. In Kooperation mit Xenoblade Chronicle 2. Oh Mann, ich kann ja nicht mehr quatschen. Ein Muss für alle, die Schätze aus dem Wolkenmeer bergen wollen. Ein seltenes Stück, das nicht leicht zu finden ist. So schwer war der jetzt nicht. Wir ziehen das gleich mal an. Leute. Ich finde wahrscheinlich wieder die Taste nicht. Guck mal hier. Kistchen und wir. Ganz romantisch im Mondschein. Schöne Taucherglocke da. Sieht gut aus, nur das Schild stört ein bisschen. Mach das mal weg. So. Ist doch nice, oder? Ein schicker Taucherhelm. Schick, schick. Oh. Gucken wir gleich mal, wie es weitergeht. Da habe ich probiert zu tauchen, aber das geht ja gar nicht. Vom linken Auge des Totenkopfs nach Osten. Jetzt müssen wir zur Totenkopfinsel. Heißt die so? Bin mir da nicht sicher. Aber wir werden die gleich mal suchen und uns dahin teleportieren. Ich wusste nicht mehr, wo die ist. Ich weiß es jetzt schon wieder nicht. Jetzt so im Nachvertonen. Ich ahne das nur, da oben ist er. Da rechts. Oder? Nee, doch nicht. Doch da. Totenkopfteich. Mal wie ich schön vorbeigescrollt bin, weil ich es nicht gesehen habe. Na, du siehst hier im Wald vor lauter Bäumen, Mensch. Na, jetzt aber. Genau. Auf zum Tsunakai-Schrein. So, da sind wir auch schon.
auf dem Tsunakai-Schrein und ich werde nicht runterspringen auf dem linken Auge, obwohl das da stand, weil wir so besser nach oben gucken können. In den Himmel. Und jetzt machen wir bloß nochmal. Oh, sorry, ein Feuerchen. Damit das wieder Achte wird. Und ich bin mir aber nicht sicher, ob man das wirklich machen muss. Vielleicht reicht es einfach, wenn dunkel ist und irgendwann passiert es einfach. Aber wir machen es trotzdem. Angefeuert. Und angezündet. Bis abends. So, da sind wir. Wir haben es. Ach, 21 Uhr ist jetzt ja, nicht 8 Uhr. Jetzt warten wir. Wo kommt er? Da ist er. Er kommt da. Bams. Auf, wie geht's? Na dann rüber, Link. Die wollte ich jetzt nicht rufen. Ich weiß ja nicht, was ich machen wollte. Aber bestimmt nicht diese Viecher rufen, aber die kommen ja auch so. Das muss ja einfach nur abends sein, da kommen die ja. Aber die machen wir jetzt noch platt und dann nehmen wir zur Kiste. Na, dann mach. 103er Prügel brauchen wir nicht nehmen. Na, dann mach schon. So, alle platt. Auf zur Kiste, Link. Schnapp sie dir! Da ist er. Unsere Kiste, geh weg. Das ist nicht deine Kiste. Und mach auf das Ding. Was haben wir? Die Bergungstaucherweste. Natürlich auch wieder Schwimmtempo. Direkt mal anziehen. Wie es ausschaut. Wunderschön. Jetzt wollen wir bloß noch die Beine. Die Hosen. So, wo müssen wir jetzt hin? Vom durchstochenen Gipfel nach Südosten. Da wusste ich nicht, was meinen die mit durchstochenen Gipfel? Dann habe ich da so ein bisschen rumgescrollt und habe auf der Karte nur einen Gipfel gefunden. Und da gehen wir jetzt mal hin. Jetzt scroll ich da so ein bisschen rum und suche so ein bisschen ab. Weil ich mir nicht sicher war, was für den Gipfel die meinen. Da gibt es ja mehrere Berge. Aber da stand nirgendwo Gipfel. Außer bei einem. Der kommt gleich. Da ist er doch, Hebra-Gipfel. Wir sind da so ein bisschen weiter rumgescrollt, aber da kam keiner weiter. Wir springen mal rüber zum Gipfel.
Zum Hebra-Gipfel. So, kurzer Cut. Da sind wir auf dem Gipfel. Bisschen frisch haben wir hier. Also wir sind fast auf dem Gipfel, wir sind am Schrein kurz unter dem Gipfel. Wir latschen jetzt gleich noch hoch. Na, also drücken noch ein bisschen Medizin, aber hat nichts geholfen. Ist einfach zu kalt. Aber hey. Kann man ja nie wissen, wa? Hochklettern kannst du da nicht, weil das alles aus Eis. Die Wand. Habe ich erst probiert. Geht aber nicht. Da müssen wir außen rumlaufen. So, da sind wir, da müssen wir hoch. Oh, wie geht's? Ist ein bisschen steil hier, ein bisschen frisch, aber ich wollte mir jetzt keine Winterkleidung anziehen, dass wir hier schön unsere Rüstung haben. So ein schmucker Wolf. Und, oh, da schau her. Ein schickes Nashorn. Ui. Schönartig sein. Ein Stückchen müssen wir noch. Vielleicht haben wir es geschafft. Und dann bin ich ja mal gespannt. So, da sind wir auch. Oh, guck da, haben wir sie ja noch einen Krog gefunden. So. Einmal frei. Ui, du hast mich entdeckt. Na da, schau her. Tschüss. So, und jetzt heißt es. Ich wollte gerade, glaube ich, den Wecker stellen. Ach hier, die Dings machen, das Holz anzünden. Da hören wir doch glatt die Sternschnuppe vom Himmel fallen. Beziehungsweise diese Kiste. Dann lass mal runterfliegen. Dann holen wir uns noch die Böhne. Gleich sind wir da. Da sind wir. Immer diese Viecher, was die hier wollen, ne? Lass uns doch einfach in Ruhe. Lass uns in Ruhe. Geh weg. Und jetzt habe ich aus, was ich in die Kiste schon aufgemacht. Wollte ich eigentlich ja nicht. Bergungstaucherhose. So. Einmal frei. Xenoblade Chronicles 2 geschafft. War jetzt nicht allzu schwer, aber naja. Ist ja auch nur für eine Rüstung, wa? Man kann ja die dazugekommenen Spezialrüstungen leider nicht aufleveln. Bei einer Fee. Also nicht verbessern. Finde ich ein bisschen schade. Aber ist halt so. Ich bin ja gerade auf einer Suche nach einem schmucken Plätzchen, wo wir uns hinbeamen können. Ach nee, ich habe noch mal alle Plätze abgehangen, wo die Klamotten waren. Da oben war die zweite Sache. Beim Totenkopfinsel. Da beim Hyjasee war die erste Sache, der Helm. Und da, wo wir jetzt stehen und blinkt, da waren die Beine. Ja, und jetzt springen wir mal in eine hübschere Gegend, wo wir so ein bisschen im Grün sind. Um uns mal die schmucke Rüstung anzugucken. Ich glaube, wir gehen jetzt zur Turm der Ebene. Na los. So Leute, da sind wir auch
Ich bin gerade runtergehüpft vom Turm und jetzt werden wir hier auch direkt angegriffen. Von so ein paar Wächter. Aber jetzt lass mal da hochrennen. Und dann ziehen wir uns die Beine an. Oh, guck mal, das sieht da schön aus hier. Die Sonne entgegen, da unten die blauen Bobbitzer und die Steinviecher. Und die Okitama. Das ist ja echt schön, oder? Da ziehen wir uns da aber mal direkt mal die Hose an. Schick, schick. Leute, einmal frei. Ich würde sagen, mit diesen Bildern, ich glaube, ich mache nur den Bogen weg, verabschiede ich mich. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und fürs Liken, fürs Abonnieren. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Oder Abend. Oder morgen. Wie auch immer, wann ihr das Video seht. Und ja, habt ein schönes Wochenende. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, Leute. Tschüss, ciao. Und auf Wiedersehen.